Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute dran, ist nicht dran, ich unboxe heute wieder mal einen Adventskalender. Und zwar diesen super süßen Douglas Adventskalender aus. Der ist schön, oder? Ich finde den ja, also die Designs sind schon niedlich gemacht, ne? Da habe ich mir zwei bestellt. Einmal den hier, das ist der Beauty Adventkalender. Ja, ich denke mal, das wird sich wiederholen in den anderen Adventskalendern von Douglas, wie die letzten Jahre auch, ne? Genau, und den gibt es für 29,90 oder 99, ne? Den anderen habe ich mir auch bestellt, habe natürlich 20% gespart auf meine beiden Kalender, weil ab einem Bestellwert von so und so viel konnte man den Code irgendwie Beauty 20 anwenden, da hat man 20% gespart auf die gesamte Bestellung, ne? Da dachte ich so, das mache ich doch gleich mal. Immer mal gucken, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, immer mal gucken, ob ihr irgendwo einen Code findet, ne? Das ist manchmal gar nicht immer so ersichtlich. Einfach mal ein bisschen Ausschau halten. Genau, und da dachte ich so, ja komm, es wird wahrscheinlich wieder der gleiche drin sein, wie die letzten Jahre davor. Meine Mutti meinte auch, ja, jetzt hast du dir die ja doch bestellt. Ich denke, du wolltest nicht. Ja, sag ich, ich wollte doch noch mal gucken, ne? Sollte nächstes Jahr wieder das gleiche drin sein, werde ich die euch wahrscheinlich dann mal nicht zeigen. Da lasse ich die Douglas Adventskalender mal aus, sagt sie jetzt. Da bin ich auch gespannt, ne? Den Luxury Adventskalender, die Kommode, werde ich nicht bestellen. Werde auch nicht jeden Tag für mich zum Aufmachen. Denn im Dezember werde ich den auch nicht. Der Inhalt ist genau das gleiche, was letztes Jahr schon mit drin ist, ne? Also es wiederholt sich immer alles ganz schön. Und das wird bei den Kalendern auch nicht anders sein, ne? Ja, aber wir gucken trotzdem mal rein. Ich bin gespannt. Ich will ja auch ein bisschen was für euch zum Verlosen haben. Für selbstbefüllte Adventskalender, für eBay und. Ich verlose auch einen selbstbefüllten Adventskalender für meine Abonnenten, ne? Genau, und da brauche ich ja auch ein bisschen Stoff. So. Ihr profitiert natürlich auch ein bisschen was davon, ne? Und wenn dich interessiert, was ich halt heute für einen Lippenstift, für einen Look, Blush, Nagellack oben habe. Manchmal mache ich ein Intro vorne ran oder zeige euch die Produkte. Aber das kann ich jetzt nicht in jedem Video machen. Ich habe Pinkbox vom September abgedreht. Das lasse ich dir mal hier oben durchlaufen, ne? Da kannst du mal gucken, wenn dich interessiert, ne? Und wenn nicht, dann nicht. Kann ja manchmal sein. Schöner Lippenstift heute zum Beispiel, ne? Was ist das für ein? Ja, kann ja manchmal möglich sein. Oder Nagellack, ne? So. Und wenn dich interessiert, Adventskalender-Unboxing und andere Geschichten, die ich hier so treibe, würde ich mich freuen, wenn du dieses Kanälchen abonnierst und das Glöckchen anmachst, ne? Ich mache auch noch andere Geschichten hier. Beauty-Boxen Hauls, aufgebraucht, Mastentest, Schminki, ne? Genau, teste auch mal so die ein oder andere Neuheit aus. Und ja, und natürlich momentan safe. Oft bei mir am Start. Adventskalender-Unboxing. Im Gesamtvideo lasst ihr bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Wenn dich noch andere Dinge interessieren, kannst du mal gucken, was ich hier noch so mache. Ne? Das siehst du im gesamten Video. Bei Instagram bin ich auch. Und da lasse ich meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video geladen habe. Und guckt mal, so sieht er aus. Man klappt den auf. Die letzten Jahre hatten wir immer diese Würfel gehabt, ne? Schönes Design, ne? Also es ist wirklich super schön. Für den einen mag es vielleicht zu kitschig sein. Matt, gold, glänzend, ne? Wie auch immer. Für den anderen nicht. Ich finde sowas schön, ne? Leider ist es bei diesen Türchen-Adventskalender von Douglas so. Man zerpflückt die halt, wenn man die Türchen aufmacht. Es ist halt leider so, ne? Ja. So, ich würde sagen, wir fangen dann auch schon mal an. Gemischt soll ja sagen, Make-up und Füllmaterial wird bestimmt ja auch wieder mit dabei sein. Naja, ne? Pflegeprodukte. Ich würde sagen, wir fangen da mal einfach an. Ihr habt den ja jetzt gesehen, wie er aussieht, ne? Ich lege den wieder so vor mir hin und dann gucken wir doch gleich mal. In der 1 haben wir von Douglas den Nude Shine, ein Lipstick. In den Türchen steht immer noch ein bisschen was dazu, ne? Aber das lese ich euch jetzt nicht vor, weil ich möchte auch eine kleine Überraschung haben, wenn ihr jetzt den Kalender haben wollt, ne? Der ist schön, guckt mal. Der ist richtig schön. Der ist so
schimmernd, ne? Und das ist die Farbe Nude Shine. Das ist die Farbe Nude Shine. Okay, ich lasse den erstmal zu, weil ich nicht weiß, ob das bei mir bleibt. Oder zwei, da befindet sich auch sofort einmal, was soll denn das? Ein Scrunchie in diesem Rosa. Ja, also so diese Scrunchies, so, ich habe rosane Scrunchies schon genug da, ne? Und welche, die auch schöner und hochwertiger verarbeitet sind. Der ist hier mit so einem Gummi hier halt zu. Ich lasse den jetzt auch zusammen. Es ist halt so ein Scrunchie. Aber wie gesagt, rosa habe ich schon da. Und ja, in der 3 befindet sich eine Radiance Face Maske. Die Masken sind in Ordnung, ne? Also ich habe die jetzt auch in Anwendung momentan. Die lässt man nur 3 Minuten oben und wäscht man ab und soll einen schön strahlenden Ton machen. Und hier haben wir drinnen 12. Einmal in der 4 in einer Herzform. Ja, was ist das? Das ist so ein Abschmink. Pad, gehe ich jetzt mal von aus, das wird halt so mit Wasser aktiviert, das macht man so feucht, ne, so ein bisschen mit Wasser und dann, ich mache das zum Beispiel so, ich habe sowas auch da, das sieht, das war vor 2 Jahren in dem Douglas Adventskalender, das sieht aus wie so eine Stulle, ne, wie so ein Brot sieht das aus und das macht man halt feucht, wie ich schon gerade gesagt habe, mit Wasser aktiviert man das, mache ich auch ein bisschen und mache Make-up-Entferner hoch und dann kriegt man damit super gutes Make-up runter. Und dann wäscht man das halt aus, ne? Und wenn das dann halt trocknet, das ist halt wiederverwendbar, ne? Schrumpelt sich das halt wieder zusammen. Auf jeden Fall werde ich das behalten, das brauche ich wieder. Mein anderes ist nämlich langsam nicht mehr so schön, ja. Und das macht sich sehr gut für unterwegs, wenn man im Urlaub ist und jetzt nicht so viel Wattepads und so mitschleppen möchte. Wisst ihr, ist sowas ganz praktisch. In der 5 haben wir einmal diesen zart rosa Nagellack. Na, rosa ist das nicht, Honey. Das ist wohl eher, naja, rosa ist es nicht. So ein zartes Lila. Ja, es ist eher so ein ganz zartes Lila, würde ich jetzt sagen. Also rosa. Honey, also nein. Ne? Und das ist die Farbe Orchid Flower und das sind 10 Milliliter. Die gefällt mir, die Farbe. Also die würde ich tatsächlich behalten. Ne? Die habe ich so noch nicht da. Wenn dann in einem etwas intensiveren Lila. In der Nummer 6, Nikolausi, haben wir natürlich, wie soll es auch anders sein, entweder roter Nagellack, ne? Wie es ja sonst immer so ist, oder einmal roter Lippenstift und das ist dieser Red Matte, ne? Genau, und das ist halt so ein matter Lippenstift. Da ich den schon da habe, denke ich mal, wird er weiter wandern, deswegen lasse ich den auch noch zu. Und hier sind auch 4 Milliliter drin. In der 7, man denkt jetzt so, ah, Füllmaterial, aber das ist so schick. Wir haben hier von Douglas einen Taschenspiegel, ne? Aber guckt mal, oh, der, oh, ist der schön, oder? Der rot schimmernd, also der bleibt auf jeden Fall bei mir, den behalte ich. Ich finde schon alleine, wenn die Taschenspiegel wirklich schön sind, habe ich nichts dagegen, ne? Weil dann kann ich immer, wenn ich so Schminkis abdrehe, immer mal einen anderen Taschenspiegel benutzen. Der ist wirklich herrlich. Also der gefällt mir richtig gut. In der 8 haben wir ein Intense Cool Pencil. Ne? Da ich schon einen von Douglas habe, wird der natürlich weiter wandern. Ne? So ein, ja, Kajalstift. Leider ohne Anspitzer. Ja, der wird dann auch weiter wandern. Den habe ich ja schon da. Und das ist eine große Größe. Ne? Man kann wirklich sagen, ja, es ist auf jeden Fall eine Originalgröße. In der 9, das ist jetzt wirklich Füllmaterial. In der 9 haben wir, obwohl ich das jetzt, das finde ich gar nicht so verkehrt. Es ist so ein Auffüller, ne? Dreht man hier oben auf. Ach so, und dann ist hier so eine Kugel drin. Ah,
Also man kann sich denn damit Parfüm oder so nachfüllen oder irgendwas, ne? Ich würde tatsächlich, obwohl, nee, das macht sich doof. Nee, das war jetzt eine doofe Idee. Das war jetzt eine doofe Idee. Ich habe von Douglas letztes Jahr waren auch so eine kleine Nachfüllerpöttchen drinne. Und die sind mir wirklich schon zugute gekommen. Wenn ich jetzt ein Serum übrig hatte von einer Maske, zum Beispiel, habe ich das da reingemacht. Oder ich habe hier zum Beispiel, ich habe so eine große Creme, Lichtschutzfaktor 30, habe ich mir umgefüllt in so ein Pöttchen mit in Urlaub genommen, ne? Weil da habe ich mir das dann ja so reingemacht. Es war schon, ist schon ganz praktisch, aber das ist schon wirklich praktisch. Da füllt man sich Parfüm rein oder irgendwas anderes, ne? Aber ja, ich weiß noch nicht. Das wird, ich denke, das wird halt weiter wandern. Weil wenn ich Parfüm mit in Urlaub nehme, mache ich denn zum Beispiel, nehme ich immer diese kleinen Fläschchen. Jetzt kommen wir schon zum zweistelligen Bereich. In der 10 haben wir, und die war wirklich gut, die Everyday Handlotion mit Aloe Vera und Shea-Butter. 30 Milliliter und die ist wirklich gut. Also die hatte ich schon in Anwendung gehabt und die ist wirklich top. Und die Creme ist auch so zart, rosa. Ich habe die voll gemocht. Ja, die mag ich, ne? Die ist wirklich toll, kann ich wirklich nur empfehlen. In der 11 Schnapszahl. Man denkt wieder Füllmaterial, aber guckt euch das mal an. Das ist eine Nagelfeile, ne? Wo man sich dann auch so die Nägel mit sauber machen kann. Aber die sieht so schön aus. Guckt mal, schön rot eingefärbt, ne? Boah, also wirklich toll, ne? Sowas macht sich auch. Ich finde so eine Dinger auch gut für unterwegs, ne? So passt in jede Handtasche, in jede Reisebeautybag. Ich finde die auch schön. In der 12, ne, in der Halbzeit haben wir ein All-in-One 2-in-1-Coat, ein Base- und Topcoat. Kann man sich unter den Nagellack geben, wie über dem Nagellack. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich den behalte. Ich habe zwar einen da, 10 Milliliter, und so eine Topcoat sind wirklich praktisch, ne, damit der Nagellack auch ein bisschen länger hält. Ja, ich muss schauen. In der 13 haben wir in Tropfenform. Das ist so ein Make-up Removing Pad, ne? Das ist wirklich sehr, sehr klein. Also, es hätte ein bisschen größer sein können, dann kann man das hier zum besseren Halt die Fingerchen so reinschieben, ne? Dann macht man halt Make-up-Entferner hoch. Ich werde den auf jeden Fall mal austesten. Aber bevor ich den austeste, also das kannst du wirklich nehmen, wenn du jetzt nicht viel oben hast. Wenn du jetzt so doll geschminkt bist wie ich, da brauche ich die größeren Make-up-Pads. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich nur wenig geschminkt ist, jetzt bloß ein bisschen Mascara oder so runternehmen will, ja, ist es in Ordnung. Ne? In der 14, ja, in der 14 musst du jetzt gerade gucken, stimmt das jetzt schon? 10 Tage bis Heiligabend, da machen wir uns eine Detox Face Mask. Die hatte ich auch schon gehabt. Die ist schwarz. Das ist überhaupt nicht meins. Die lässt man 5 Minuten einwirken und die soll machen. Das ist einfach eine Detox-Maske, ne? Was die so wirklich machen soll, kann ich euch nicht sagen. Das sind halt diese schwarzen Masken, die so halt, ich glaube, so ein bisschen so und so ein klärendes Hautbild machen sollen. Und die wäscht man halt ab. Die wird auf jeden Fall weiter wandern. Ich glaube, die alle Masken werden weiter wandern, weil, wie gesagt, ich habe die gerade schon momentan in Anwendung und ich will mal denn mal andere ausprobieren. Ja. Und hier haben wir auch 12 Milliliter. Kann man, so eine Dinger kann man auch mehrmals anwenden, ne? Also die kriegt man nicht von einmal alle. Also wie gesagt, sowas wende ich mehrmals an und ja, da hat man auch eine Weile was von. Ich tue die denn halt, wenn man sagt, ja, wie macht man das, dass sie nicht austrocknen? Entweder wirklich dann umfüllen in so ein Pöttchen oder ich wickel die dann in so Alufolie ein. Ne? Richtig schön fest und dann trocknet das auch nicht aus. In der 15 haben wir Matt, Matt, Matt steht im Türchen drinne. Das sind so eine Papers, so eine Blotting Papers. Ne? Ich zeige euch die mal. Könnt ihr sehen? Ja, die sind rosa. Und die macht man halt, da hat man so ein paar drinnen, ne? Wenn man jetzt so unterwegs ist und so ein bisschen, die Haut wird halt ein bisschen ölig, fettig, so ein bisschen zum Abtupfen, ne? Ja.
In der 16 haben wir Make-up Removing Micellar Wasser für Gesicht und Augen. Ist eine kleine Reisegröße, 30 ml. Ich mag dieses Micellenwasser nicht zum Abschminken. Deswegen wird das weiter wandern. Ich mag dieses andere von Douglas. Vielleicht ist das ja auch noch irgendwo drin. Mal gucken, ne? Aber ja, du würdest halt weiter wandern. Aber wirklich, so eine kleinen Make-up-Entferner sind wirklich auch super gut, denn halt für unterwegs, ne? Für Urlaub und Reisen. Ja, 17. Ein Riesentürchen. Und da denkt man, oh, was könnte da wohl drin sein? Kann ich mir zeigen. Füllmaterial, ein Duschschwamm, ne? Ja, okay. Ich muss sagen, das sind immer die kleinen Duschschwämme, mag ich gar nicht so. Der wird weiter wandern. Ich mag halt mehr die großen, fluffigen. Die sind halt irgendwie besser, ne? In der 18 haben wir wieder eine Maske. Hydrating Face Maske. Die lässt man 5 Minuten um. Und die macht man so mit einem Kosmetiktuch ab. Oder die entfernt man so mit einem Pad. Ist hier so abgebildet. Also hier steht immer 5 Minuten. Und hier steht oben entweder mit einem Pad abnehmen oder abwaschen. Und die soll machen feuchtigkeitsspendende Maske. Und wir haben hier auch wieder 12 ml drin. In der 19 haben wir einen super roten, schönen Make-up-Schwämmchen. Ne? Da ich genug Make-up-Schwämmchen habe, ich denke, werde ich das weitergeben. Ne? Ich habe noch genug da und ja. Ne? Und der ist schön. Ja, schade, dass der nicht eingepackt ist, wenn ich den jetzt weitergebe. Aber wisst ihr, den kann man ja dann auswaschen. Ne? Wenn man den dann neu bekommt, soll man ja generell machen. Und der, ich muss sagen, der ist schön weich. Ja, also der ist in Ordnung. Damit kann man bestimmt sehr gut arbeiten. In der 20. Ja, rausgekriegt. In der 20 haben wir Douglas Essential, diese Radiance Tonic Lotion fürs Gesicht. Die ist wirklich gut. Und die ist jetzt alle geworden bei mir im Urlaub, ne? Und so eine kleine, und ich mag eigentlich, ich weiß, warum ich den Douglas Adventskalender mir immer wieder, weil ich diese Pflegeprodukte mag. Ich mag die Tonic Lotion und das, den Make-up-Entferner mit Öl. Oh, sie sitzt wieder ganz bescheiden. Und ja, deswegen hole ich mir die immer, weil diese kleinen Dinger machen sich wirklich sehr gut für unterwegs. Ne? 30 ml und ja, das kommt wieder in meine Reise-Beauty-Bag. In der 21 haben wir einen Bimmstein. Ja, den kann ich gut gebrauchen. Den werde ich auch austesten. Ich wollte mir erst einen holen und da dachte ich so, ah, warte mal ab, vielleicht hast du irgendwo in deinem Adventskalender einen Bimmstein. Ich habe zwar einen da, aber der ist nicht so dolle, weil ich doch manchmal merke, ich habe ein bisschen komische Haut an den Füßen. Es würde sich jetzt keiner so richtig drüber, gibt bestimmt mehrere, die sagen, oh nee, so ein Bimmstein. Aber da freue ich mich. Ich werde den mal austesten und mal gucken, wie der so ist. Ne? Um so alte Hornhaut abzuschrubbeln. Ja. Aber erst ein bisschen aufweichen die Füße und dann, ja, bin ich gespannt. In der 22 haben wir eine wunderschöne rote Pinzette. Die finde ich ja so schön. Hatten wir letztes Jahr schon in rosa mit drin. Ja, ich glaube, ich brauche die jetzt nicht nochmal. Ich benutze jetzt Pinzetten nicht so besonders viel und oft. Wenn ich meine Augenbraue, dann habe ich so einen Augenbrauenrasierer. Aber ich finde, da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Füllmaterial, dass man das Füllmaterial halt schön gestaltet, schön rot einfärbt, Glitzer, ne, so wie der Spiegel zum Beispiel, finde ich so nicht schlecht. In der 23 befindet sich ein roter Nagellack, The Red Coat. Und der ist aber wirklich dunkelrot. Also ich muss sagen, in der Kamera kommt der heller rüber, aber das ist ein richtig dunkelroter Nagellack, ne? Der ist wirklich, wie gesagt, der ist dunkelrot. Also das ist nicht so ein typisches Rot. Und The Red Coat, genau, Up Today ist Up. Und das ist von dieser Up to Six Days Dings, ne? Ja, und ja, finde ich nicht schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich so einen dunkelroten tatsächlich da habe. Ich meine, ich habe Haufen rote da, aber ich glaube nicht so einen dunkelroten. Muss ich nochmal gucken? Oder wenn nicht, wandert er weiter. 10 ml Originalgröße. Die Form hatte schon erahnen lassen bei dem Kalender. In der 24 haben wir diesen Volume Obsession
Mascara. Ach ja, Mascaren habe ich genug da. Ich finde die jetzt von Douglas nicht so gut, muss ich sagen. Ne? Ich denke, der soll halt Volumen machen, steht hier halt. Ja, ist aber immerhin eine Originalgröße, ne? 9 Gramm, nicht so wie in dem Magic Finish Adventskalender mit der Kleingröße. Wir gucken uns trotzdem mal das Würstchen an. Ja, so sieht da aus. Es ist jetzt kein extravagantes Bürstchen. Ich glaube, es soll Kunsthaar sein, so wie es aussieht. Da ich so eine Bürstchen halt schon mehr wie genug da habe, wäre es jetzt mal irgendwie ein anderes Bürstchen, kann man mal probieren, wird der auf jeden Fall weiter wandern. Ne? Aber das war ja fast klar. Douglas macht ja immer irgendwie Mascara, die 24. Ja, ich muss wirklich sagen, also ich zeige euch den mal, es ist schade. Douglas, ihr macht immer so schöne Designs. Warum macht ihr nicht einfach mal einen Boxen-Adventskalender draus? Ihr macht so schöne Designs und wenn man die so zerpflückt, das sieht dann immer so. Manche Produkte gehen ja dann auch schwer raus und dann reißt man immer Türchen auf und dann muss man aufpassen, dass man das andere Türchen nicht mit aufreißt. Es ist immer schade. Douglas, mach doch mal Boxen-Adventskalender. Die Designs sind super, wirklich herrlich, aber. Na, es ist immer so schade. Ja, irgendwie schade, Schokolade. So, der Inhalt, was sage ich zum Inhalt? Ich finde den Inhalt gut. Also, ja, es ist jedes Jahr das Gleiche drin. So, Füllmaterial, gut gestaltet, ne? Also, ich sage, dieser Spiegel hier, haben sie sich was einfallen lassen. Finde ich mega gut mit dem Glitzer. Ich mag das. Und der wird auch bei mir bleiben. Die rote Nagelfeile, die Pinzette. Letztes Jahr war es halt in Pink. Ne? Dieses Jahr ist es in Rot. Ich finde den Inhalt nicht schlecht. Und hier sind wirklich gemischte Produkte drin. Lippenstifte, ja. Dann mal Pflege, Make-up. Ja, so ein bisschen Füllmaterial, ja. Da kann man schon mal glücklich sein. Letztes Jahr war da so eine Spange drin, ne? Die ist ganz praktisch für unterwegs, damit ich meine Haare mal so ein Pony hintermache. Ja, die ist in meiner Reise-Beauty-Bag. Und so ein Scrunchie, so ein, nicht Scrunchie, so ein Telefonkabel-Haargummi, ne? Was jetzt auch nicht die beste Qualität ist, glaube ich. Das haben sie diesmal nicht. Ja, da haben sie jetzt hier so einen Nachfüller mit reingemacht. Aber es ist gemischt. Ich finde den nicht schlecht. Es wird einiges bei mir bleiben, einiges wird weiter wandern, ne? Ja, also irgendwie mag ich den, mag ich den. Ich habe noch den anderen da, den rosanen, den schauen wir uns auch mal an, mal gucken, was da so drin ist. Das soll komplett wohl Make-up sein, aber ja, gucken wir mal, ne? So, ja. Eure Meinung ist gefragt. Schreibt mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss wende ich euch ein, meine Playlist von den Adventskalender-Unboxings, die ich unboxed habe. Hier seht ihr meinen Kanal, den könnt ihr völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich richtig über freuen. Hier unten siehst du aktuellste Upload. Ich werde mal einen Douglas-Adventskalender, der so war, mal einblenden vom letzten Jahr. Da könnt ihr ja nochmal vergleichen, ne? Der so ähnlich war. Aktuellster Upload, habe ich schon gesagt. Ja. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.